Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ArcMap Video Tutorials. In dieser Folge werden wir uns einige Übungsaufgaben zur lagebezogenen Auswahl anschauen. Um welche Aufgaben es sich handelt, haben wir bereits im letzten Video gesehen. Und zwar sind das die übrigen Aufgaben 2 bis 9 im MOOC der Marburger Umweltinformatik. Und wir fangen auch direkt an. Wie viele Punkte sind maximal 150 Meter von Naturgebieten entfernt? Dafür brauchen wir natürlich das Werkzeug lagebezogen auswählen. Dann ist unsere Auswahlmethode Features auswählen aus, also eine neue Auswahl. Wir suchen die Punkte in der Nähe von Naturgebieten und zwar in der Entfernung von 150 Metern. Und wir übernehmen. Und das Ergebnis ist, 640 Punkte liegen maximal 150 Meter von Naturgebieten entfernt. Und damit hätten wir auch Aufgabe Nummer 2 gelöst. Ich hebe die Auswahl auf und wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Wie viele Restaurants oder Bars sind maximal 150 Meter von Naturgebieten entfernt? Zunächst müssen wir erstmal herausfinden, auswählen, was überhaupt Restaurant und Bars sind. Dafür müssen wir erstmal nach Attributen auswählen. Wir suchen in unseren MR Points und zwar suchen wir den Typ Restaurants oder Type like Bar. Übernehmen und jetzt wurden aus unseren MR Points alle Restaurants und Bars ausgewählt. Dann hole ich mir mein lagebezogen Auswählen-Tool und benutze eine kleine Auswahlmethode, die ein bisschen trickreich ist. Also ich könnte es auch anders machen, das sehen wir dann bei den nächsten Aufgaben. Aber ich wähle jetzt aus meiner Auswahl aus. Also es wird lediglich ausgewählt aus den Restaurants und Bars, welche ich bereits markiert habe. Und die Suchfunktion für den Quelllayer ist die gleiche wie davor, nur dass wir nur Restaurants und Bars suchen, nicht alle Points. Auswahl aus ausgewählten Features. Und ich drücke Übernehmen. Und die Antwort ist, es gibt 21 Bars und Restaurants, welche maximal 150 Meter von Naturgebieten entfernt sind. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu machen, und zwar mit temporären Layern. Das sehen wir dann aber in den weiteren Aufgaben. Also, unsere Antwort für die Frage Nummer 3 ist, 21 Bars und Restaurants sind maximal 150 Meter von Naturgebieten entfernt. Und weiter geht's. Wie viele Straßen führen durch Naturgebiete? Diese Aufgabe ist mit Aufgabe Nummer 1 die einfachste von den 9. Denn ich muss lediglich eine einzige Abfrage starten. Ich suche Roads innerhalb von Nature-Gebieten. Und zwar schneiden das Features. Was das bedeutet, habe ich ja schon in dem Video davor kurz gezeigt. Suchentfernung benutzen wir nicht. Übernehmen. Und es passiert nichts, was daran liegt, dass ich hier noch die falsche Auswahlmethode ausgewählt hatte. Jetzt übernehmen wir. Und die Antwort lautet, 910 Straßen durchkreuzen Naturgebiete. Oder um es genau zu formulieren, führen durch Naturgebiete. Also, die Antwort ist 910 Straßen. Und weiter geht's. Wie viele Punkte liegen im Umkreis von 500 Meter um den Marburger Bahnhof? Jetzt wird's schon ein bisschen komplizierter. Zunächst müssen wir erstmal herausfinden, wo der Marburger Bahnhof ist. Dafür
benutze ich erstmal das nach Attributen auswählen Feld und suche mit einem neuen Suchbegriff type like station. Denn der OpenStreetMap Key für Bahnhöfe ist zumindest in diesem Datensatz Station. Wie ihr das herausfindet, kann ich euch kurz zeigen. Und zwar gibt es auf der OpenStreetMap Homepage eine riesige Liste für bestimmte Keys. Also hier die bekannte Bar, dann gibt es Café und so weiter und so fort. Und dazu gehört natürlich auch Station, wobei Station glaube ich nicht zu Amenity gehört. Aber das soll jetzt erstmal egal sein. Und ich übernehme und mir werden 4 Stations angezeigt. Die gucke ich mir jetzt mal kurz genauer in der Attribut-Tabelle an. Und da sehen wir auch, Marburg ist dabei. Dann selektiere ich Marburg extra und benutze hier das Auswahlfeld Markierte erneut selektieren. Und jetzt ist nur noch der Marburger Bahnhof selektiert. Und zwar liegt der dort. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, wie wir weitermachen. Ich werde jetzt meinen einen Bahnhof als temporären Layer erstellen. Dafür gehe ich hier mit dem Rechtsklick auf die Auswahl und dann Layer aus selektierten Features erstellen. Dann spuckt er mir ein Feature aus, das ich einfach Bahnhof nennen werde. Okay. Ich werde es noch kurz umformatieren, damit man es auch gut erkennt. Und unser Marburger Bahnhof ist hier ein großer grüner Punkt in der Landschaft. Da ich jetzt den Standort des Bahnhofs kenne, kann ich weiter mit der lagebezogenen Auswahl machen. Dafür gucke ich noch mal kurz nach, was wir eigentlich wissen wollen. Wir wollen alle Punkte im Umkreis von 500 Meter um den Bahnhof. Also wir suchen nach den Punkten und wir suchen den Bahnhof. So, hier ist jetzt die zweite Möglichkeit. Ich könnte jetzt einfach den Bahnhof auswählen und dann hier unten eine Suchentfernung von 500 Metern eingeben. Was aber auch geht, wenn ich jetzt keinen temporären Layer erstellt hätte, dass ich einfach MR Points nochmal als Quelllayer benutze. Denn in diesen MR Points ist zurzeit nur ein Feature ausgewählt, und zwar unser Bahnhof. Wenn ich jetzt hier liegen in einer Entfernung eingebe und hier die 500 Meter eintrage, dann bekommen wir das richtige Ergebnis, und zwar 134 Objekte. Und das wäre dann auch schon das Ergebnis. Allerdings muss man jetzt beachten, dass jetzt MR Points ausgewählt ist, wie gerade eben, aber 134 Features ausgewählt sind. Wenn ich jetzt wieder übernehmen drücken würde, dann wird er weitere 500 Meter hinzufügen, ausgehend von den bereits ausgewählten Features. Also ich könnte den Schritt, den ich als erstes gemacht habe, nicht reproduzieren. Das geht nur, wenn ich Bahnhof benutze als temporären Layer. Übernehmen. Und ich bekomme bei jedem Übernehmen das gleiche Ergebnis, und zwar 134 Features oder Punkte. Damit hätten wir auch Aufgabe Nummer 5 gelöst. Die restlichen Aufgaben 6 bis 9 verschiebe ich dann in ein weiteres Video. Bis dahin.